So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic mit mir, dem Man King. Ja, erstmal eine kleine Info zu überhaupt dieser Woche, oder erstmal diesem Tag. Ja, ich kam gerade eben zur Schule, zur fünften Stunde, weil ich montags immer erst zur fünften habe. Und ja, ich gucke auf den Stundenplan oder auf den Vertretungsplan und es fällt aus. Fünfte und sechste. Jetzt kann ich bis zur achten Stunde warten, die um Viertel vor zwei anfängt, bis ich wieder zur Schule hinfahren kann. Deswegen, boah, leck mich doch am Arsch, ey. Ich habe extra wegen Deutsch, was fünfte, sechste für mich jetzt gewesen wäre, habe ich gestern eine Hausaufgabe gemacht, beziehungsweise muss ich noch Tauben im Gras durchlesen. Und ja, die Verarsche ist, das fällt ja aus. Sonst hätte ich gestern prima noch ein Part hinterher schieben können, hinter Dragon Age, aber ja, wegen diesem Buch habe ich das nicht mehr gemacht. Aber naja, jetzt bin ich wieder schnell nach Hause geflitzt, um mal eben wenigstens ein Star Wars Part aufzunehmen. Weiß ich nicht, ob ich zwei hinkriege. Da ich diese Woche, die ganze Woche über, also ich glaube von Montag bis, nee, von morgen, also Dienstag bis Samstag sogar, Inventur beim Klamottenladen mache. Ja, das ist ein bisschen zeitaufwendig. Und ja, es kann sein, dass ich mal einen Tag keine Parts hochladen kann, aber ich gebe mir natürlich Mühe und deswegen, ja. Seht ihr ja, ich nehme jetzt schon wieder um 12 Uhr mittags auf, wo andere Schule haben. Unglaublich, aber wahr, ja. So, wir sind jetzt hier auf Manaan, dem geilen Wasserplaneten von Intelcard. Die sehen sehr lustig aus und die Sprache hört sich auch geil an. Also ist schon ein bisschen einzigartiger. Ich würde sagen, ja, mit den Wookies, den Sandleuten und den Intelcards, ja, die haben alle einzigartige Stimmen. Die Twi'leks und so, die haben ja diese, weiß nicht, diese universelle Aliensprache, die immer das Gleiche labern, aber nun gut. Mit wem können wir denn hier reden? Mit gar keinem? Denn keiner hier einen Namen oder so? Die heißen alle nur Zellcars. Reisender? Nein. Reisen will ich nicht. Nein. Nein. Böse. So, wir können uns erstmal da hinten umschauen. Oder was ist das denn da hinten? Ach so, ja, die Karte. Die Karte endet eigentlich hier oben. Deswegen wird uns hier das schon der Anfang wieder gezeigt. Nein. Dann gehen wir mal da hinten. Denn wir müssen ja auf jeden Fall, oder wollte ich auf jeden Fall, Sunri suchen. Das ist der Kumpel von Jolie, der hier irgendwie im Gefängnis sitzt oder so, oder irgendeine Scheiße gemacht hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Wir werden uns mal umschauen und ihn hoffentlich finden. Na, da geht's schon ab. Ihr wisst ja, Manaan ist der Ursprungsort von Kolto. Das ist zu Zeiten dieses Spiels, also zu Zeiten der Alten Republik, das Heilungsmittel hier in der gesamten Galaxis. Und tja, die beiden Fronten, Sis und Republik, die wollen natürlich das Zeug haben, aber die Selkar sind natürlich den beiden Fraktionen gegenüber neutral, deswegen gibt es zwischen den beiden Fraktionen auf Manaan immer Konflikte. Tja, gucken, was hier für einen Konflikt gibt. Die Tage eurer geliebten Republik sind gezählt. Bald wird Malaks Armada auch Coruscant unterwerfen. Spar dir deine Drohung, Sith-Bastard. Malak würde die Kernwelten niemals angreifen. Nicht, wenn die Flotte der Republik auf ihn wartet. Du bist ein Narr. Wenn die Sith über Coruscant kommen, wird unsere Armee den Himmel verdunkeln. Die galaktischen Senatoren werden erzittern und Balak auf Knien um Gnade anflehen. Du unterschätzt die Entschlossenheit der Republik. Bevor wir Coruscant aufgeben, sterben wir. Das lässt sich einrichten. Vergiss nicht, was auf Taris passiert ist. Malak könnte dasselbe mit den Kernwelten machen. Das würde er nicht wagen. Du solltest uns nicht unterschätzen. Sehen? Tja, ich glaube, die Republikaner wissen nicht von der Sternenschmiede. Und dass sie Malak ordentlich Macht verleiht. Wie, das wissen wir jetzt, also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß es natürlich, aber ich werde es euch natürlich nicht verraten. Ja. So, mit dem können wir, glaube ich, nicht reden. Hat keiner irgendwie einen Namen. Hulas, aha. Wie heißt er mal? Ach, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Rasse ist. Egal, wir reden mal mit dem. Gewöhnliche Begrüßung. Aha. Antworten worauf? Hm,
Naja, aber jetzt noch mehr uns noch was sagen kann, weiß ich nicht genau. Ich frage ihn mal, wer er ist. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich bin Revan, aber nee, steht leider nicht zur Debatte. Hä? Wer ist denn Sandy weg? Hä? Wer hat uns erzählt, dass wir uns mit dem treffen sollen? Ah, ich sag das einfach mal. Oh nee, ich sag, ich bin Jason Kate, ja. Ich bin Jason Kate. Wer ist denn Sandy weg? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das sein soll, aber na gut. Sandy weg hat mir gesagt, ich soll mich mit euch treffen. Ach so, ja. Stimmt, auf Tatooine hat uns ja irgend so ein Typ ein Datapad in die Hand gedrückt. Oh, und er hat gesagt, oh, ihr habt es verloren. Und wir sagten ihm, nö, hört nicht uns. Und er so, nimm es. Und da war irgendwie so eine Nachricht drauf, wo stand, ja, trefft euch mit dem und dem auf Mana an. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, ja. Er hat mir dieses Datapad gegeben. Er erwähnt etwas von den Geno-Haradan. Alter, willst du aufs Maul? Er meint, ich würde mich hier lächerlich machen, obwohl er sich hier lächerlich macht. Dass er das hier, sagt. Du wolltest mit Hulas über die Geno-Haradana reden, aber er behauptet nichts zu wissen. Vielleicht ist er etwas aufgeschlossener, wenn du deine Kameraden zu Ebon Hawk zurückschickst. Ach so, okay, das können wir machen. Gruppenauswahl, ja, verpisst euch mal, ihr macht ihn ganz unruhig. So, probieren wir das nochmal. Das hat er natürlich nicht in Betracht gezogen. So, ich sollte mich mit euch treffen. Aha. Ich habe noch nie von euch gehört. Ja, ich verstehe. Alles klar, ich werde das Geheimnis eures Ordens wahren. Oh, kommt ihr mal zum Punkt oder was? Ey, der labert die ganze Zeit dasselbe. Wie soll euch jemand einen Auftrag geben, erteilen? Oh, wenn niemand überhaupt weiß, dass sie existiert. Aha. Und was hat das mit mir zu tun?
Aha, das hört sich interessant an. Aber wie sollte die Republik davon profitieren, wenn Unschuldige getötet werden? Ja, es müssen ja nicht Unschuldige sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Guck mal, was er sagt. Aha, es klingt sehr pervers, dass sie sowas behaupten. Das klingt etwas unglaubwürdig. Tja, und warum sollte ich mich euch anschließen? Ach so, Entlohnung, ja, ach so, ja, kein Problem. Ja, was gibt's? In Ordnung, was muss ich tun, um mich der Gruppe anzuschließen? Okay, ich bin bereit, mich den Genoharadern würdig zu erweisen. Sehr, sehr interessant. Das hatte ich gar nicht bekommen, diese Gesprächsoption beim ersten Mal durchspielen hiervon. Hm, geil. Ich verstehe. Wer ist mein Ziel? Erzählt mir von Lorgal. Okay, hört sich sehr interessant an, aber wir sind ja eigentlich ein Jedi der lichten Seite, deswegen weiß ich nicht, ob wir das mit unseren moralischen Vorstellungen übereinstimmt. Ja, ich glaube, wir werden das spontan entscheiden, wenn wir dann bei diesem Lorgal sind. Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Nun gut, es hat wohl seine guten Seiten, denn dubiosa Rodianer. Ach, Rodianer sind das ja. Wieso steht da dubiosa rum? Ja, weil es ist ja so die, soll ich sagen, die Rechtfertigung oder die Argumentation zur Rechtfertigung, Mittel zum Zweck, ne, dass man sagt, ja, ich tue das nur doch nur für das Gute, obwohl wir natürlich diese Argumentation nie benutzt haben, sondern einfach nur alles
alle verschont haben, oder so wie es ging, ne? Tja, ob das jetzt hier auch uns bei dieser... bei diesem weiterbringt, bezweifle ich, bei dieser Mission. Hat er ja selbst gesagt. Deswegen schauen wir erstmal weiter hier und sprechen mit dem dubiosen Typen hier. Oh doch, du möchtest mit mir sprechen. Warum steht hier einfach so an der Ecke rum? Ach so, Geschäfte. Ach so, nee, na schön, ich verschwinde. Ist mir irgendwie total, finde ich uninteressant. So, was ist denn hier? Ich glaube, hier kommen wir zu dem, zu den Gefängnissen, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Östlicher Innenhof, ja. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen hier um. Haben wir ein bisschen Zeit, oder, ja, nur ein bisschen Zeit. Ich muss ja hier schon, warte mal, in, ach, wir haben erst 10 nach 12, ach so, kein Problem, ja. Dann habe ich noch genug Zeit. So, die 8. Stunde. Mathe fängt bei mir erst um 14:45 an. Swoop-Fan. Hey, das ist eine Sith-Straße. Wenn du sie benutzen willst, musst du 20 Credits Wegezoll bezahlen. Ah, wird's aufs Maul, hä? Das ist eine öffentliche Straße. Du versteckst dich hinter den Sarkath, wie alle republikanischen Feiglinge. Wird's wohl aufs Maul, hä? Komm, komm her, komm hier. Wer war das? Die da war das. Aus dem Weg! Oder willst du den Zorn einer Sith spüren? Ja. Ich habe den Zorn der Sith gesehen. Nicht gerade sehr beeindruckend. Der Zorn der Sith ist schrecklich. Denk an Taris. Du wirst dich noch wundern. Alle werden sich wundern. Och Mensch, ich möchte dir weiter provozieren, dass sie mich angreifen. Naja, aber diese letzte Antwort, die wollte ich jetzt auch nicht geben. Die hört sich so ein bisschen gewalttätig an. Reisender, haha. Reinigungsruine, Reisende. Ich glaube, mit den Reisenden können, brauchen wir nicht reden. Die sind total useless. Wo geht's dahin? Ach, ich glaube. Naja, das ist sicher die ISIS-Basis, okay? Wenn ich mir recht entsinne. Dann kann hier also Glargol nicht sein. Ich schätze mal, dass die republikanische Basis ist auf der anderen Seite. Ach, Swoop. Ja, genau. Swoop. Ja, Swoop, Swoop, Swoop. Was mir gerade einfällt. Swoop, 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 Swoop. Was genau machen ihr? Aha, ihr tragt eine Sith-Uniform. Seid ihr ein Sith? Aha. Und ihr denkt, dass die Sith so etwas dulden? Takum justak miki grabel mogo. Kachichu aitha odunga. Tulpa da bonk molya gando da nago chuchut. Tonghai tuam jiji yumalith pa ang inkotu. Tulba da bunk walya gando de nago chuchut. Kachi chuai tha haudunga. Aha. Tja, oh ja, das hört sich wirklich anstrengend an. Tonghai tuam jiji yumalith pa ang inkotu. Tulba da bunk walya gando de nago chuchut. Kachi chuai tha haudunga. Kavatumpa kunpa yiya moka paata. Aha, und wieso hat er das jetzt hier erzählt? Vielleicht gehört er noch zu irgendeiner Quest später, weiß ich nicht genau. Unerfahrener Suchpilot. Ach komm, wir zeigen ihnen erstmal, was unsere Skills hier sind. Deswegen reden wir so mit wem müssen wir reden? Oh nein. Nein, mit wem? Ich rede das mal mit dem hier. Aha, habt ihr Informationen für mich? Nee, ich würde einfach mal sagen, ich interessiere mich für das Rennen, ja. Ich
Aha, ich habe auf Taris das Eröffnungsrennen der Saison gewonnen. Bla bla bla. Ja, ich möchte über die Preise reden. Auf Tatooine verwendet man Stufen statt Runden. Warum gibt es diesen Unterschied? Alles klar, dann ja, zurück zu meinen anderen Fragen. Ich bin bereit für das Rennen. Alter, 100 Credits? Ach komm. Ich muss die Gebühr nicht bezahlen. Super, ja, endlich mal wieder Zubrennen fahren, das finde ich ja mega geil. Wie funktioniert das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach ja, mit linke Maustaste schalten. Ja, ich muss mich mal dran gewöhnen. Also entschuldigt, falls ich hier erstmal ablose, aber naja, ich probiere es einfach mal. Aber die Strecke sieht richtig geil aus. Sieht wirklich geil aus. Guck doch mal, auf dem Wasser fahren wir, anstatt auf dem, ja, weiß ich, auf so einer normalen Rennstrecke. Sieht auf jeden Fall viel sexier aus. Wow! Meine Umkosten? Ich hätte gar keine Umkosten. ja. Ich bin bereit für das nächste Rennen. 100 Credits. Oh Mann, jetzt muss ich natürlich... Ah, scheiße, jetzt muss ich die natürlich bezahlen. Naja, ich bezahle die 100 Credits. Oh yes, oh yes. Jetzt geht's wieder los. Ich glaube, das war eigentlich... Die Zeit hat sich gar nicht unterschieden, oder? 23 werden auch irgendwas mit 23, was wir schlagen mussten eben. Naja, aber guckt euch mal rechts Gebilde an. Das sieht doch richtig, richtig schnieker aus, ey. Boah. Der Designer für diese Strecke, den... Oder für überhaupt für diesen Planeten, den will ich küssen. Weil es einfach mega kalt ist. Nein! Ich habe ein paar verpasst. Scheiße. Scheiße! Ah, trotzdem geschafft. Gut. Hui. Und die Menge jubelt! Ah! Jo, gewonnen! Gib Geld her, los! Yeah.
Alles klar, dann speichere ich mal ganz kurz. Alles klar, bereit für das Rennen? Wie was? Wo ist er denn? Alles klar, dann reden wir mal mit dem. Was auch immer das für einer ist. Ein Choleriker, was ist denn nochmal ein Choleriker? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, einer, der sich einfach ordentlich aufregt, östlich von hier. Die, aha, Quiddle. Ach, das ist der Anfänger, den wir eben geschlagen haben. Sina? Nee, hier ist keiner, von denen. Naja, dann müssen wir da wohl hinlaufen. Oh Mann, ist ja nervig. Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine geile Sequenz später Männer hier. Männer wie ihr sind in den Reihen der Sith stets willkommen. Ein Angebot ist verlockend. Aber ich habe ein paar üble Dinge über die Sith gehört. Stimmt es, dass ihr Taris zerstört habt? Wir sind im Krieg. Gräueltaten sind unvermeidlich. Eines solltet ihr euch überlegen. Falls wir diesen Krieg gewinnen, seid ihr dann für oder gegen uns? Gutes Argument. Ich habe noch nie einen Job abgelehnt, der im Voraus bezahlt wurde. Sehr gut. Meldet euch morgen in der Botschaft der Sith zum Dienst. Nein, was soll denn der Scheiß? Hör nicht auf sie. Tut mir leid, aber du kommst zu spät. Ich habe gerade bei den Sith angeheuert. Aber wenn mir die Republik ein besseres Angebot macht... Tja, aha. Wie könnt ihr für die Sith arbeiten? Sie sind böse. Hey, spar dir deine Vorträge. Die Sith zahlen gut. Alles andere ist mir egal. Scheiße, du olle Bitch. Ich unterhalte mich nicht mit Freunden der Republik. Habt ihr verstanden? Du kriegst noch aufs Maul. Warte nur ab. Also östlich von hier, da hinten müsste die Piloten-Lounge sein. Aber ich verstehe nicht, wieso wir hier den ganzen Weg auf uns nehmen müssen. Nee, es ist nicht östlich. Hä? Will er uns verarschen oder so? Das führt wahrscheinlich überhaupt nicht hierhin. Jorta-Handelszentrum. Das ist Kriegsdroide. Ich glaube, wir sind hier total falsch. Ich glaube, wir schauen aber trotzdem mal hier hin. Hier rein. Was geht hier ab? Hallo? Nur wer geschäftlich mit den Sith zu tun hat, darf in die Botschaft. Oh, schade. Naja, ich werde dann gehen. Geht oder bleibt. Es ist mir egal. Alles klar. Ja, dann verstehe ich aber nicht, wo der Typ ist. Weiß gar nicht, wie der heißt. Moment. Der heißt bla 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 Hukta Jax. Ja, ich glaube, ich suche den mal und dann melde ich mich wieder, wenn ich den gefunden habe. Bis gleich.